Wir begrüßen Sie aus Sachsen-Anhalt. Willkommen zum großen Derby. Magdeburg zu Gast beim Halleschen FC. Das dritte Derby der Spielzeit. Zweimal gewann Magdeburg in der Liga und im Pokal. Heute also die Chance für den HFC hier zu Hause nochmal einen Sieg zu feiern. Richtung Aufstieg wenig. Ganz anders das Team von Jens Hertel. Der ist FC Magdeburg. Will Punkte sammeln, das Derby gewinnen und dann den nächsten Schritt machen Richtung zweiter Bundesliga im Kampf gegen Kiel. Regensburg ist es die Konkurrenz auf den Aufstiegsplätzen. Heute also kann ein wichtiger Auftritt folgen. Wir schauen zunächst auf die Mannschaft aus Halle. Im Tor zurück Fabian Bredlow, den wir eben im Bildrand gesehen haben, abgeschnitten. Er also wieder im Tor für die Hallenser, für die Viererkette. Ein 4-2-3-1, vorne mit der Helve, links Aydemir, rechts Sascha Pfeffer. Das ist also die Startformation bei den Hallensern. Viele Abgänge wurden bekannt gegeben, 6 Spieler werden gehen, unter anderem auch Sascha Pfeffer. Das wird sich dann in den nächsten Wochen alles zeigen. Wir schauen zunächst auf die Magdeburger Startelf mit dem 4-4-2, genauso wie gegen Groß Asbach. Keine Veränderungen, so wie es nur neben Löhmannsröben vorne Julius Düker und Christian Beck, die beiden Spitzen beim Team von Jens Hertel, das die große Chance noch nutzen kann, nach dem Aufstieg im vorletzten Jahr aus der Regionalliga den nächsten Schritt zu machen Richtung zweiter Bundesliga. Große Namen würden dann warten, kein Derby mehr, aber dafür große Gegner. Und die Erfahrung, mal zweite Bundesliga gespielt zu haben. Schiedsrichter ganz erfahren mit Bundesliga-Erfahrung, Patrick Ittrich aus Hamburg. Und dann kann es losgehen. Magdeburg in Blau, Halle in Weiß-Rot. In das dritte Sachsen-Anhalt-Derby dieser Spielzeit. Der Kapitän, Mario Sovislo. Wenn er spielt, ist er Spielführer. Wenn nicht, dann meistens Christian Beck, den wir jetzt sehen, gegen Kleiner Reismann. Zwielong, erster Angriff der Magdeburger. Klasse gespielt mit Beck. Das ist gleich die Chance, abseits. Fahne oben, aber sofort die Lücke gesehen für den Mann, der aus jeder Position auch in einer Krise treffen kann. Christian Beck, richtig erkannt. 3 Magdeburger im Abseits beim Pass vom ehemaligen Bochumer Piotr Zwielong, der im Winter kam, zwischenzeitlich in Polen gespielt hat, jetzt wieder für die Magdeburger spielt, hat schon zweite Liga erlebt mit Bochum. Nils Butzen. Es ist die Mannschaft, die Hertel aufstellen kann auf der Bank, 7 Spieler, aber das wäre es auch, aufgrund vieler Verletzungen, vieler Ausfälle, einer Sperre für Schwede. Wäre dann der nächste Spieler ein Jugendspieler ohne Erfahrung aus der dritten Liga, den man zum Einsatz kommen lassen müsste. Sie hoffen beim ersten FC Magdeburg, dass das noch gut geht in dieser Spielzeit, dass man es auch so noch schaffen kann. Aber viele Möglichkeiten noch zu reagieren hat Hertel nicht. Es darf sich keiner mehr verletzen und Sperren sollten nach Möglichkeit vermieden werden beim FCM. Wieder der Helve. Im letzten Sommer fast aufgestiegen mit Wolfsburg. Zweiter Mannschaft, hat gegen Regensburg den Aufstieg verpasst. Gegen das Team von Heiko Herrlich, das an diesem Wochenende gegen Kiel spielt. Und ja auch mittendrin ist im Kampf um die zweite Bundesliga. Waren dort zuletzt 2013. Magdeburg hingegen wäre nach vielen Jahren wieder oben dabei. Löhmannsröben. Wieder Zwielong. Laufduell mit Toni Lindenhahn. Niemeyer. Klasse gelöst mit Zwielong. Kein Abseits. Nächste Flanke. Beck gesucht. Riesenchance für Magdeburg. Unglaublich. Die Flanke kam richtig gut, überhaupt keine Gegenwehr gegen Zwielong. Das war viel zu einfach, mit Niemeyer zusammengelöst. Erste tolle Aktion des ersten FC Magdeburgs. Gibt gleich die Ecke für Child. Und schauen Sie mal hinterm Tor. Da sitzen die mitgereisten Fans aus der Landeshauptstadt, die weiter hoffen dürfen. Child bei der Ecke. Kein Problem für Fabian Brito. Wird vielleicht in Nürnberg die Probleme der Torwartposition beheben. El Helve
Zwar reingegrätscht, aber trotzdem weiter Magdeburg mit Butzen, Löhmannsröben und wieder links Schwillong, der immer wieder die Wege macht, sich freiläuft, Lücken erkennt gegen alles Verteidigung. Hanke zu Fall gebracht, muss Freistoß geben und eigentlich auch die gelbe Karte für den Hallenser. So ist es. Tobias Müller, ehemaliger Dresdner, sieht die erste Ermahnung. Viertelstunde gespielt, bislang war es ruhig auf dem Platz. Die ersten kleinen Diskussionen, schauen Sie mal, da versucht auch Eidemir seinen Mitspieler zu beruhigen, weil das eine klare gelbe Karte ist, so wie er reingeht gegen Hanke. Freistoß für Nico Hamann. Wieder für Beck. Elhelve, gut aufgepasst von Hanke, bislang keine Chance für Jalenser, nichts zu tun für Magdeburg-Torwart Leopold Zingerle, von den Bayern gekommen, im Winter zur Nummer 1 geworden, vor Jan Glinka. Schwierig. Das passiert ihm selten, dem Nico Hamann, dass er so einen Ball völlig missglückt rüberbringt. Einer, der auch seit Jahren für Magdeburg spielt, es zwischenzeitlich mal in Sandhausen probiert hat, nach einem halben Jahr zurückkehrte, weil er zurück wollte zum ersten FC Magdeburg, damit wieder abgestiegen. Aber jetzt hat er die Chance, mit seinem Club, mit dem ersten FC Magdeburg aufzusteigen und dann eine Liga höher zu spielen. Es wäre für viele Spieler eine Riesenerfahrung, ein Riesenerlebnis. Aber sie müssen es jetzt in den nächsten Wochen schaffen. 4 Spiele bis zum Aufstieg. Sascha Pfeffer wird gehen und sucht einen neuen Verein, der Sascha Pfeffer. Ballverlust, das passiert ganz selten. Eidemir, Chance für alle, gut verteidigt von Scheid. Fehler wieder gut gemacht, hatte da zunächst den Ball verloren gegen seinen Gegenspieler, gegen Elhelve. Aber dann gut nachgearbeitet und den Ball zurückerobert. Schaut. Jasula im Kampf mit Nils Butzen. Eidemir, klasse gemacht. Elhelve bleibt wieder hängen. Diesmal an Handke. Löhmannsröben, Niemeyer gut gelöst. In der Viererkette meist mit Dreierverteidigung gespielt mit den beiden Außenläufern. Das haben sie unter anderem jetzt gegen Groß-Asbach mal anders gespielt, haben da mal das System verändert, aber da sind sie ohnehin variabel. Auch Puttkammer wäre eine Möglichkeit dann für eine Fünferkette mit Butzen und Niemeyer auf den Außenpositionen. Elhelve. Flanke ist gut. Aber zu ungenau für Tobias Müller. Aber Halle wird stärker, bekommt auch jetzt den Freistoß. Handspiel von Julius Düker, der meist etwas hinter Christian Beck spielt. Das ist der richtige Stürmer, der Christian Beck. Düker etwas defensiver. Aber genauso vorne gesucht wie natürlich Christian Beck, der in den letzten beiden Jahren so viele Tore gemacht hat. Magdeburg auch im letzten Jahr schon dicht dran. Am Ende Vierter geworden. Müller mit dem Kopfball, nicht ungefährlich. Sowieso dazwischen. Und schauen Sie mal, sofort das Zeichen seiner Mannschaft. Sowieso war dran, Müller nicht.
Halbe Stunde gespielt. Eckstoß für den Halleschen FC. Doja Biering. Zingerle, sicher. Hatte zum Auftakt ein paar Probleme. Aber mittlerweile eine gute Nummer 1 geworden. Hält richtig gut im Tor der Magdeburger. Und hat damit den erfahrenen ehemaligen Berliner Torwart Jan Glinker, der bei Union gespielt hat, abgelöst. Als Nummer 2 jetzt auf der Bank der Jan Glinker und Zingerle soll es machen auf dem Platz. Lindenhahn, Jasuda, hat er bestätigt jetzt die klare Verbesserung. Sie sind ballsicher offensiver geworden als in der Anfangsphase. Lindenhahn gegen Sowislo. Klasse durchgesetzt. Gegen 2. Zwilong zu passiv. Pfeffer ohne Foul gelöst. Diering. Jasuda wieder. Diering. Und Baumgartel. Düker, klasse gemacht gegen Kleine Heusmann. Findet er jetzt Beck in der Mitte. Mitgelaufen Christian Beck. Was macht Düker? Kann es dann nicht lösen gegen Kleine Heusmann. Aber gleich der nächste Ballverlust. Beck versucht es. War das ein Fehler? Genau in den Fuß gespielt für Christian Beck. Ja, es ist längst gelaufen. Riesenpatzer bei den Hallensern. Eigentlich gut verteidigt. Von Kleine Heißmann gegen Düker. Dann aber der Fehlpass Beck zur Stelle. Und der versucht es dann auch sofort mit dem Abschluss. Dafür ist er zu erfahren, zu gut, als dass er da lange wartet. Das darf nicht passieren beim Halleschen FC. Jasuda. Erhelve in Position. Lindenhahn! Klasse Abschluss. Beste Chance für alle. Toni Lindenhahn. Zingerlörtern. Wunderschön abgelegt. Auch Erhelve in der Mitte hatte Gegenspieler gebunden. Deswegen war der Weg völlig frei für Lindenhahn. Und der erste gefährliche Ball aufs Tor von Zingerle. So kann es gehen. Halle ist auf Augenhöhe mit dem Konkurrenten aus Magdeburg. Eckstoß Pfeffer. Richtig gut. Jasuda steht ganz frei, kriegt den Ball und es gibt keinen Elfmeter. Entschieden von Ittrich. Für mich war es grenzwertig. Vielleicht sehen wir es nochmal, aber sofort wieder Halle. Müller, klasse nachgesetzt. Nächste Chance, Jasuda. Nochmal Halle, nochmal der Kapitän. Da wir nochmal den Abschluss von Lindenhahn sehen gegen Zingerle. Vielleicht sehen wir nochmal die Verteidigungsaktion eben nach der Ecke gegen Elhelve. Für mich sah es nicht sauber, nicht gut gelöst, aber Ittrich hat zumindest keinen Elfmeter gesehen. Nachdem aber zunächst auch der Hallenser den Ball verstolpert hatte. Auflösung vielleicht in der Halbzeit, aber vertrauen wir mal auf Ittrich. Aber das waren jetzt doch 20 Minuten, die Probleme gezeigt haben beim 1. FC Magdeburg, die in den letzten Wochen auch immer wieder schwache Spiele hatten. Verloren gegen Regensburg. Am letzten Wochenende zwar gewonnen gegen Groß Asbach, aber sie müssen sich steigern. Sie müssen die letzten 4 Spiele jetzt wirklich alle gleich spielen, alle gleich gut. Denn auf einen Fehler zu warten bei ganz starken Kielern, bei einer kampfstarken Mannschaft aus Regensburg, das ist doch zu viel des Guten. Die müssen es selber lösen, 4-mal gewinnen und dann schauen, was rauskommt. Die Chance ist da, aber es kann auch genauso schnell zu Ende sein. Wenn hier heute Halle gewinnt, parallel Kiel gewinnt gegen Regensburg, dann wird der Rückstand größer und größer in den nächsten Wochen und dann kann es am nächsten Wochenende schon vorbei sein mit Platz 2 und es müsste im Zweifel über die Relegation gelöst werden. Die würde man natürlich mitnehmen, aber in den letzten Jahren hat man gesehen, wie bitter es da zugehen kann in diesen 2 Spielen dann gegen vielleicht große Gegner dieses Jahr. Kaiserslautern, Bielefeld, Würzburg. Nächste Chance! Abgefälschter Ball und klasse gehalten von Breto, der sich einmal mehr zeigen kann. Ein richtig guter Mann, leicht abgefälscht, meine ich noch, von Pfeffer.
Aber er ist da, dieser Fabian Breto kann Nummer 1 werden in Nürnberg, hat allemal das Potenzial dazu. Es bleibt abzuwarten, was beim Club passiert, wer Trainer sein wird in Nürnberg, ob Kölner bleiben wird und wer dann dieses Duell gewinnt. Eckstoß, Magdeburg, Zeit. Rausgeforstet von Breto. Nächster Ball für Marius Sowislo. Kein Problem für Breto. Halbzeit in Halle. 0:0 in diesem Derby. Wir warten weiter auf die Tore. Es gab viele Chancen auf beiden Seiten. Der erste FC Magdeburg begann gut. Halle wurde besser, hatte dann die große Gelegenheit mit Lindenhahn, als Singer, der zur Stelle war. Kurz vor der Halbzeit nochmal weg. Unterm Strich ein munteres Derby, das zwar noch Tore benötigt. Wir sind gespannt dann auf die zweite Halbzeit. Gleich geht's weiter. Viertelstunde Pause in Halle. Dann kommt Durchgang 2 des Derbys. Magdeburg zu Gast beim AFC.